erfolgreiche Premiere vom letzten Jahr hat sich offensichtlich herumgesprochen, denn mit über 2300 Besuchern kommen zur heurigen zweiten Ausgabe des WKO Steiermark Unternehmertages bereits mehr als doppelt so viele heimische Wirtschaftstreibende als noch im Vorjahr, was nicht zuletzt auch die Messeverantwortlichen freut. Wir sind heute gewaltig gebucht. Es finden nicht weniger als 26 Fachgruppentagungen parallel statt. Es sind sämtliche Seminarräume, die wir zur Verfügung haben, ausgebucht. Es ist heute quasi das letzte Beselkammer noch für eine Besprechung reserviert. Mit der Besucherzahl ist auch alles andere gewachsen. Es gibt deutlich mehr Infostände ausstellender Unternehmen im Rahmen der Businessmesse. Im Südfoyer präsentieren sich erstmals die gewerblichen Bildungsanbieter mit einer eigenen Bildungsmesse. Die Gelegenheiten zum Netzwerken, wie etwa hier bei einem eigens arrangierten Netzwerkfrühstück im Saal 10, wurden weiter ausgebaut und schon am frühen Vormittag herrschen quer durch das Veranstaltungsareal reges Treiben und positive Stimmung. Und ich finde es eine tolle Geschichte von der Wirtschaftskammer, da auch die Unternehmen und auch wirklich von den Branchen alle zusammenzuführen, egal wie groß oder klein jetzt jeder ist. Von einer Veranstaltung, die verschiedene Unternehmen und Unternehmensbereiche verbindet mit Netzwerken, Ausstellungen und Vorträgen, ist es immer nur eine Win-Win-Situation für alle, die man da trifft. So sehen das auch die zahlreichen Firmenvertreter an den Infoständen der Businessmesse, von denen viele heuer Premiere feiern. Für uns eine völlig neue Plattform und war sehr spannend, muss ich sagen. Also es war der zweite Tag für uns, heute ist richtig viel los. Es ist ein gutes Klima, gutes Gefühl, sehr positiv. Also ein Erfolgskonzept. Davon würde ich ausgehen, das hoffe ich, deswegen sind wir ja hier, nicht? Ich habe keinen direkten Vergleich, weil wir heute das erste Mal hier sind, aber was ich mit Sicherheit sagen kann, dass wir uns großer Resonanz erfreuen, dass wir sehr viel positives Feedback erhalten und interessante Gespräche führen. Für die WKO-Führung und den Wirtschaftslandesrat ist der Unternehmertag auch eine Gelegenheit, direkt und persönlich mit den steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern in Kontakt zu treten. Etwa mit einer Besuchstour durch die insgesamt 26 verschiedenen Branchentreffs und Fachgruppentagungen oder bei der feierlichen Verleihung der Auszeichnungen für die heurigen Sieger im Supernachfolgerbewerb im Rahmen der Initiative Follow Me. Ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich die steirischen Unternehmerinnen untereinander austauschen. Netzwerken ist das große Schlagwort und auf der anderen Seite natürlich auch fachlich weiter informiert. Und dieser WKO-Unternehmertag bietet ja auch neben der Businessmesse viel Information, viel Austausch und über die Fachgruppe hinaus sich zu vernetzen und auch unternehmerisch so quasi Erfahrungsaustausch weiterzugeben, ist ein ganz wesentlicher Faktor. In vielen persönlichen Gesprächen kommt immer wieder auch zutage, wo die heimischen Unternehmer derzeit der Schuh drückt. Stichwort Bürokratieabbau und Entlastung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Politik nichts auslässt, um uns unser Unternehmertum zu erschweren. Das trifft nicht auf die steirische Landesebene zu, sehr wohl aber auf Bund und auch EU. Hier gibt es ja neue Akteure. Vielleicht sehen die, dass wir die höchste Steuerbelastung aller Zeiten haben, dass Österreich die höchsten Schulden aller Zeiten hat und dass es ähnlich an der Zeit ist, eine Entlastung durchzuführen, aber ohne neue Steuern einzuführen. Haben Sie da auch ein bisschen Hoffnung in den neuen Finanzminister? Ja, ich kenne ja den neuen Finanzminister Hans-Jörg Schelling sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Das ist eine ausgesprochene Unternehmerpersönlichkeit, die strukturiert Ziele angehen kann, so wie wir es in der Wirtschaft tun. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir was zusammenbringen. Die Latte ist allerdings relativ hoch. Eine Steuerreform zu stemmen, gleichzeitig das Budget zu konsolidieren und andere Baustellen zu schließen, da verlangt man in Wahrheit Übermenschliches. Also es möge die Übung gelingen, wir werden ihn unterstützen. Stark vertreten am Unternehmertag ist heuer auch die Außenwirtschaft. Im Rahmen einer speziellen Roadshow der WKÖ können sich die Besucher individuell zu Chancen und Risiken beim Schritt ins Ausland beraten lassen, wobei man vor allem auch kleinere Unternehmen dazu motivieren will. Von meiner Arbeit in Kanada kann ich sagen, dass ich viele kleinere Unternehmer, viele Selbstständige den Weg nach Übersee wagen, in neuen Bereichen, neue Medien, Softwareentwickler. Und da gibt es vor allem in Nordamerika große Chancen für österreichische Firmen. Wir haben ein eigenes Fokusprogramm jetzt gegründet, eben für die kleinen und mittleren Unternehmen, um auch die auf ihrem Weg im Ausland zu unterstützen. Einerseits in der Sogwirkung der großen Clusterorganisationen haben auch kleinere die Möglichkeit mitzuschwimmen und mit ins Ausland zu kommen, aber auch kleine Einzelnen werden bei uns natürlich Fall für Fall beraten mit ihren Ideen. Ich glaube, der steirische Hirnschmalz ist auch bei den Kleinen mehr als ausreichend vorhanden. Viel Hirnschmalz brauchen auch die Mitarbeiter des WKO-Service-Teams, die nicht zuletzt wegen der wachsenden Bürokratiebelastung immer mehr zu tun bekommen. Wir haben derzeit über 80.000 Anfragen, Servicefälle, die wir pro Jahr bearbeiten. Wir beraten von rechtlichen Fragen, von
Arbeitsrecht bis hin zu internationalen Bereichen, wirklich in fast allen Fällen. Das ist eben dadurch gegeben, weil wir exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Exzellent bleibt auch die Stimmung den ganzen Tag über. Und kurz vor 16 Uhr steigt noch einmal die Spannung, als alle gemeinsam in die Stadthalle strömen, um sich den Vortrag des deutschen Starphilosophen und Bestsellerautors Richard David Precht zum Thema die digitale Revolution anzuhören. Precht macht gleich zu Beginn seines Vortrags deutlich, dass sich seiner Meinung nach letztlich niemand dem digitalen Wandel entziehen kann und nennt in diesem Zusammenhang etwa die Smartphones als Beispiel. Vielleicht haben die einen es 2006 gehabt und die anderen erst 2008. Es ist eine Frage, wie schnell man den Fortschritt mitmacht, aber sie machen den mit. Und so werden sie auch die Google-Brille mitmachen oder das, was danach kommt. Das, was danach kommt, ist die Google-Kontaktlinse. Die sieht nicht mehr blöd aus und ich kann nicht sehen, dass sie sie tragen. Der digitale Wandel werde sich weit früher als von vielen erwartet auf praktisch alle Bereiche des Lebens auswirken, sagt Precht. So werde etwa die permanente Verfügbarkeit von Wissen das Schul- und Bildungswesen drastisch verändern. Sie haben gleichzeitig Kinder zu Hause, die ständig fragen, warum muss ich das lernen? Ich kann das nachgoogeln. Das heißt, die Summe des Verfügungswissens, das ein Kind braucht, wird eigentlich immer geringer. Und die Summe des Orientierungswissens, zu wissen, wann und wie, unter welchen Bedingungen ich welche Informationen herbekomme, wie ich ihr trauen kann, wie ich sie überprüfen kann und so weiter, wird immer mehr. In seinen Ausführungen und der anschließenden Podiumsdiskussion sagt Precht auch der gesamten Arbeitswelt und dem Sozialsystem die massivsten Veränderungen seit der industriellen Revolution voraus und nennt als Beispiel etwa die Unternehmen des Silicon Valley. Es stellt sich für jeden Unternehmer die Frage, wie er ein Stück Palo Alto in seinen Betrieb integriert, wie er Anreize schafft, wie er das, was dort offensichtlich erfolgreich gemacht worden ist, so in sein Unternehmen integriert, dass er ein Arbeitsklima schafft, wo die Leute das Gefühl haben, sie sehen auch einen Sinn in der Arbeit oder sie haben auch die Möglichkeiten, sich da in dieser Arbeit zu entfalten. Also eine Fragestellung, die ja völlig neu sind. In unserem alten System aus dem 19. Jahrhundert ist man ja nicht arbeiten gegangen, weil man das sinnvoll fand. Also das war ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Aber wenn Sie heute die Kinder fragen, die heute Abitur machen oder sowas, die wollen was machen, wo sie drin vorkommen, was sinnvoll ist, wo sie noch genug Zeit für ihre Freunde haben und dergleichen mehr. Sie akzeptieren zu einem großen Teil Hierarchien nicht mehr. Also ein großer, von mir nicht angesprochener Bereich, der zu einer Transformation in diesen Unternehmen führt. Und diese Transformation muss man erstmal hinkriegen. Und hinzukriegen sei das letztlich nur, wenn die Politik auf die Auswirkungen der erwartbaren Veränderungen ab sofort reagiere. Weil die Lohnarbeit einen ganz anderen Status haben wird in der neuen Gesellschaft. Das heißt, wir haben jetzt ein Sozialsystem, das auf eine alte Struktur aufbaut. Diese alte Struktur geht jetzt kaputt. Mit großen Risiken und mit großen Chancen. Und es wird dann gut werden, wenn wir es schaffen, eine soziale Marktwirtschaft für eine Industrie 4.0 aufzubauen. Wenn wir das nicht machen, leben wir in unruhigen Zeiten in der Zukunft. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, aber ich weiß, es ist utopisch, wenn wir wieder eine Politik hätten, die vorausschauend plant, also die strategisch vorgeht und sagt, in 10 Jahren prognostizieren wir ungefähr diese Probleme. Was wir im Augenblick haben, ist Taktik. Taktik ist, was ist im Augenblick gerade das Beste, um die nächste Wahl zu gewinnen? Und solange wir einen Sieg der Taktik über die Strategie haben, werden wir es nicht schaffen. Mit tosendem Applaus für Richard David Precht und die Diskussionsrunde geht der zweite WKO Steiermark Unternehmertag schließlich zu Ende. Und viele freuen sich schon jetzt auf das nächste Mal. Ich finde, dass es wichtig ist, dass es solche Tage gibt, solche Veranstaltungen gibt, Vorträge da, wo man sich wieder neue Motivation holt. Also ich finde, es soll es wieder geben und ich hoffe, dass es wieder gibt. Und das wird es auch. Laut WKO-Führung ist der Unternehmertag 2015 bereits in Planung.